Herzlich willkommen bei S21 Bau TV. Für die Stadtbahn-Tunnelbaustelle werden die Rohre verlegt, haben wir schon berichtet. Und hier sehen wir, die sind jetzt verbunden. Ein Stückle unterirdisch, der Rest oberirdisch. Und hier drüben gibt es auch was Neues. Wie viele Wochen war ich eigentlich nicht mehr hier? Denn als ich das letzte Mal hier war, war gerade die Deckenplattenschalung drin und jetzt ist das Ding voll mit Baustahl und die Schalung ist dran. Ich habe ganz vergessen. Ich fange nochmal von vorne an. Herzlich willkommen bei Heinzelmännchen TV. Echt unglaublich. Also, das sieht aus. Vorletzter Abschnitt Deckenplatte, kurz vor der Betonage und dann noch den letzten. Dann ist das Ding zu. Und wir schauen uns noch die andere Seite an. Letzte Verfüllung vor der Asphaltierung. Ja, das kann ich nicht sagen, aber es wird zumindest der andere Asphalt glatt abgeschnitten. Und hier sind noch ein paar Rohre verlegt worden. Die werden noch verfüllt. Ist noch ein bisschen was zu tun. Und ich nehme euch noch ein bisschen mit, denn da drüben gibt es was Tolles zu sehen. Vielleicht habt ihr es auf Google Fotos auch schon angeschaut, da habe ich gerade eins gepostet. Nämlich die Seitenwandschalung D4 ist dran. Könnte die Woche auch noch Beton fließen. Ich kann das nicht so genau einschätzen, wie viel oben noch an Baustahl rein muss. Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt ein bisschen mehr betonieren als sonst immer das Seitenelement. Aber wir werden sehen. Jedenfalls ist das Ding hier zu von außen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.